eigentlich leben wir ja schon seit einem Jahr in einer Art Cancelled Culture Situation. Das ist das Erste, was mir im Frühjahr 2021 zu dem Begriff Cancel Culture einfällt, auch wenn der eigentlich etwas anderes meint. Cancel Culture ist ein Begriff, der für eine aufgeheizte Debatte steht, in der er inflationär benutzt wird. Eine Debatte, in der es darum geht, warum bestimmte Veranstaltungen abgesagt werden, nachdem sie angekündigt stattfinden sollten. Das betrifft Ausstellungen, die Auftritte von KünstlerInnen, von TheoretikerInnen, das Verschieben von künstlerischen Projekten. Es betrifft auch das zum Teil temporäre Entfernen von Werken, zum Teil auch als künstlerische Handlung, die auf Fehlstellen in der öffentlichen Debatte hinweisen. Der Begriff Cancel Culture ist für mich an der Stelle oder steht für mich die Frage, wie genau verlaufen eigentlich die Argumentationslinien, die das Sag- und Verhandelbare von dem trennen, was eben nicht mehr als Sag- und Verhandelbar empfunden wird. Und zwar nicht nur in einer rechtlichen Regelungsfrage, sondern was gesellschaftlich nicht mehr als verhandelbar empfunden wird. Und diese Frage der Argumentationslinien ist für mich die entscheidende, weil sie jeweils im Einzelfall so unterschiedlich zu bewerten ist, auch von sehr unterschiedlicher Qualität aus meiner Perspektive ist. Und im Bereich der Kunst und Kultur, in der die künstlerische Freiheit als ein hohes Gut zu schützen ist, sind diese Fragen für mich von allergrößter Bedeutung. Und die Gefahr, dass vorschnell Veranstaltungen abgesagt werden, Künstlerinnenauftritte nicht mehr stattfinden und damit eine Debatte verkürzt wird, die eigentlich notwendig zu führen ist, vor dieser Gefahr schützt aus meiner Perspektive nur die konzentriert und sorgfältig geführte Debatte, zu der eben das sich gegenseitige Zuhören gehört.